Bundi Ensemble hat die einzelnen Gitte der Skis als Kondition zum Belles in uns Varons Jura Plagiaire. Das war der Heinz aus dem Engadin. Und da ich ja jede Landesregion ansprechen mit diesen Filmen, war es jetzt mal in Rätromanisch. Viel Spass mit dem Filmen. Und Daumen rauf, wenn es euch gefällt. Gestartet sind wir im schönen urnerischen Isental, genauer gesagt in St. Jakob. Und unser Ziel war der Kaiserstuhl, ein Grenzberg zum Kanton Nidwalden. Dabei haben wir auf gut 8 km Distanz 1400 Höhenmeter zurückgelegt und dafür 4 Stunden gebraucht beim Aufstieg. Die Abfahrt erfolgt über die Aufstiegsroute. Zuerst geht es über die im Sommer bewilligungspflichtige Strasse Richtung Altrüti. Die Kulisse hier zuhinterst im Grosstal hinten fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Der Engelberger und Urner Rotstock wirken vom Talboden aus gesehen wie Giganten. Hier in diesem Wald hat es sehr viele Nassschneelawinen, die oben kommen. Und darum ist hier die höchste Aufmerksamkeit geboten. Oder eigentlich gar nicht gehen, wenn es ein Nassschneelawinenproblem hat. Es ist vielfach in den Wäldern so. Was hast du jetzt gesagt? Mit der Pause und etwas zu trinken. Gut. Ja, da hat eine schöne Linie ziehen dort in diesem Tal. Nach der Gossalp kommt man dann in die erste Steilstufe rein. Ja. In diesem Talkessel sind es dann je nach Linie, die man auswählt, kurz um die 35 Grad Hangneigung herum. Hier sieht man den sehr exponierten Stockzand und nebendran ein imposantes Loch im Fels. So wie es aussieht, gehen sie hier auch im Winter in diese Richtung rauf. Ich werde mir das sicher mal genauer anschauen demnächst. Ich lebe letzte als Brümsratz das so leil. Ja, das heisst? Das heisst, so schön, die ersten Sonnenstrahlen. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Thank you.
Bei Oberberg haben wir dann eine direktere Aufstiegsroute gewählt als üblich, was dazu geführt hat, dass wir in gut 40 Grad ins Gelände hineingekommen sind. Wer es gerne etwas weniger steil hat oder die Verhältnisse eher schwierig sind, kann ein bisschen weiter unten durch. Oben beim Sattel hat es eine lange und teils recht grosse Wächte, die man aber an ein paar Stellen gut überwinden kann. Selbstverständlich muss man schon unten schauen, dass man nicht in die Falllinie von so einer geraten tut. Dann geht es dann über den eher flachen Rücken darauf Richtung Gipfel. Es hat hier nur noch eine kurze Stelle, wo man um einen Fels herum muss, der ein bisschen exponiert ist. Oben auf dem Gipfel war dann einiges los. Die meisten kommen von der Nidwaldner Seite her. Von der Bergstation Urner Staffel sind es dann noch ca. 700 Höhenmeter bis zum Gipfel. Man kann kombiniert mit dem Gitschenen-Seilbändchen und anderen Varianten recht abfahrtsorientierte Routen wählen. Darum sind wir auch fast die einzigen gewesen, die von der Isentaler Seite hergekommen sind. Zuunterst haben wir dann den wunderschönen Oberflächenreif gesehen, der herrliche Eiskristalle bildet tut auf der Schneeoberfläche. Leider hat er nebst seiner Schönheit auch die Kehrseite, dass er später eine Schwachstelle bilden kann in der Schneeschicht, was dann zu eher komplizierten Lawinenverhältnissen führt. Wer noch mehr Touren in diesem Gebiet sehen möchte, kann ich die beiden Filme hier empfehlen. Vor allem die auf dem Rauchstock hat es dann schon einen recht alpinen Charakter und wird die wahrscheinlich wieder mal wiederholen. Grazie a Vic per guardare il video. Arrivair.